Hallo, ich bin Sami von Fozzi Akademie. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie zu beheben Windows-Fehlermeldung, Boot-MGR fehlen, Press, STRG plus Alt plus ENTF, um neu zu starten. Dieser Fehler zeigt an, dass der Bootsektor beschädigt ist oder fehlt. Wenn das Problem nicht Hardwarefehler handelt, können Sie es zu beheben relativ leicht, solange wie Sie haben ein Windows-DVD praktisch. Einstellung des BIOS, um vom CD-Laufwerk zuerst zu laden. Die meisten PCs verwenden Sie die F2, F10, ESC oder Del-Taste. Um das BIOS-Setup zu beginnen, suchen Sie nach einer Registerkarte im BIOS-Setup-Utility, das markiert ist Boot-Reihenfolge, Boot-Optionen oder Stiefel. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, das ist nicht genau das, was Sie haben. Führen Sie die Starthilfe aus Windows Recovery Environment, legen Sie die Windows Installations CD in das Laufwerk ein und starten Sie den Computer neu. Drücken Sie eine Taste, wenn die Meldung, drücken Sie eine beliebige Taste, um von CD oder DVD booten erscheint. Windows ist Loading Files, der blaue Bildschirm erscheint. Wählen Sie eine Sprache, eine Zeit und eine Währung, eine Tastatur oder Eingabemethode und dann auf Weiter. Klicken Sie auf Computer reparieren. Im Dialogfeld System Wiederherstellungsoptionen wählen Sie das Laufwerk Ihrer Windows-Installation und klicken Sie dann auf Weiter. Auf dem Dialogfeld System Wiederherstellungsoptionen auf Computer reparieren, klicken Sie auf das Betriebssystem, das Sie reparieren möchten, und klicken Sie dann auf Weiter. Im Dialogfeld System Wiederherstellungsoptionen auf Starthilfe. Startup Repair Pop-up und überprüft Ihr System für Probleme nach Abschluss, der Sie aufgefordert werden, Ihren Computer neu starten. Um die Reparaturen zu vervollständigen, dann auf Fertigstellen, keine Taste drücken, nicht sonst wird es von CD zu starten. Die Startfenster erscheint. Hoffen, dass diese Informationen sind hilfreich. Vielen Dank für das Ansehen. Fozzi Akademie, bitte dergleichen abonnieren, dieses Video zu teilen. Und besuchen Sie unsere Website fozziakademie.com.